Das glaubst du gar nicht. Du willst damit sagen, du willst rausspielen gehen. Ja, genau, Mami. Ich glaube, du kannst Gedanken lesen. Ja, du darfst. Yay! Nein, also, nein, ich war nicht in der Futterkammer und habe Karotten geklaut. Das ist so ganz falsch. Das war aber auch das erste Mal in der Woche. Heute ist Montag, Mann. Na gut, ich habe welche geklaut. Ich gebe es ja zu, sogar das zweite Mal. Egal. Wollen wir etwas zusammen machen? Ja, okay. Aber lass mich zuerst die Karotten aufessen. Also, okay. Was könnten wir machen? Keine Ahnung, Fuchs. Ich habe eine Idee. Wir begeben uns auf eine große Reise. Okay. Wir packen Proviant ein und dann ziehen wir los. Ja, aber das darf man doch gar nicht. Und? Du hast recht. Komm, wir gehen mal ganz geschwind zur Futterkammer. Hehe. Okay, wir können losziehen. Wir sind jetzt schon 3 Stunden gelaufen. Langsam haben wir wirklich eine Pause verdient. Warte, hörst du das? Da hinten! Da hinten ist ein... Schon wieder weg. Aber das habe ich mir doch nicht eingebildet. Daisy, das hast du dir wirklich eingebildet. Da war nichts. Nein, aber da war ein Pferd. Gut, so können wir es nicht suchen gehen. Auf eine Mission gehen wir. Na gut. Aber ich schleppe mich hier halb ab. Lass uns mal Abendessen. Aber iss nicht alles auf. Wir brauchen noch ein paar Tage Essen. Wir haben zwar noch ein bisschen was. Man braucht immer Essen. Das gestern war ja wirklich ein aufregender Tag. Aufstehen. Nur 5 Minuten, Mama, nur noch 5 Minuten. Ich will heute nicht zur Schule. Boah, Fuchs, wir haben Ferien. Oh, ja, ich war die ganze Zeit wach. Ich habe dir einen Streich gespielt. Haha, reingefallen. Hier sagst du, war das Pferd, also. Ja, genau. Das könnte wirklich sein. Das sieht so aus, als würde da jemand schlafen. Da ist eine Delle im Boden. Hab ich doch gesagt. Wer hatte recht? Daisy. Wer hatte recht? Daisy, wer hatte recht? Ist doch okay. Ja, okay, aber wir müssen es suchen. Es liegt kein Schnee, also keinerlei Spuren. Aber warte mal. Da hinten, da ist es. Ich bilde mir das doch nicht ein. Dieses Mal kriege ich dich. Warte! Diesmal geht es mir nicht durch die Lappen. Ha! Was sagst du nun? Komm, wir betrachten dich mal etwas genauer. Was? Hä? Hat das magische Kräfte? Kann es sich unsichtbar machen? Das macht mich wahnsinnig. Ich hab's schon wieder nicht bekommen. Na, was sagst du jetzt, du Heldin? Lass mich. Wir finden das schon noch. Das kann ja nicht einfach weg sein. Ja, glaube ich jedenfalls. Aber du, ich glaube, ich kann dir einen Hoffnungsfunken geben, sagt man das so? Guck mal dahin. War das vorhin auch schon da? Das ist eine Spur, die wo bestimmt hinführt. Du bist ein Genie. Wir folgen der Spur.
Ach, aber das riecht so lecker. Ich werde doch wohl ein bisschen nehmen können. Ach, ich bin irgendwie müde. Warte. Das riecht komisch. Das ist Schlafpulvergewächs. Oh nein, du darfst nicht schlafen. Nicht einschlafen. Lass mich kurz. Die Reise war lang. Ich will nur kurz einschlafen. Nein! Oh nein, ich brauche ein Ding zum Nachdenken. Da sind ja unsere Sachen. Schmeckt das gut? Ich weiß gar nicht, warum Daisy das so hasst. Warte, den Geruch hasst sie. Deswegen will sie es nie probieren. Das ist es. Daisy! Aber jetzt schnell das Zeug weg. Aber das ist ja eigentlich die Spur. Naja, ich hoffe, ich kriege Daisy dazu, nicht weiter zu naschen. Jetzt wäre auch alles aufgebaut. Ich hoffe, wir merken uns, wo unser Lager ist. Ja, das wird schon. Gut, dann suchen wir jetzt das mysteriöse Pferd. Wollen wir nicht mal eine Pause machen? Ja, schon. Denn wir sind ja auch Fohlen. Okay, ich sehe jetzt 30, 29, 28. Hey, warte, hi. Au. Wer seid ihr denn? Hi, wir sind Daisy und Fuchs und wir suchen nach einem mysteriösen Pferd. Ach, da kennen wir welche. Vor allem sie da. Sie kennt sich sehr gut mit sowas aus. Ja, ich kann euch gerne zu diesem Pferd führen, wenn ihr wollt. Ja, juhu! Moment. Kommt mit. Hier, wir sind da. Ist es. Oh mein Gott, wirklich? Aber es kann sich doch in Luft auflösen. Ja, das stimmt. Ihr müsst es in seine Lieblingsessen anlocken. Moment. Warte, lass mich das übernehmen. Hier. Ihr könnt kommen. So, jetzt aber wieder nach Hause. Zuerst zum Lager und dann nach Hause. Okay. Wollt ihr eigentlich mitkommen? Ja klar, gern. Wir suchen schon länger nach einem Zuhause. Bisher haben wir immer in der Wildnis gewohnt. Okay, dann erst zurück zu deinen Freunden. Also, dann wäre ja alles abgeklärt. Komm zurück nach Hause.
Weißt du, wo wir hinlaufen müssen? Nein. Komm, folgt ihm. Komm, zusammenpacken und dann nach Hause. Ja, genau, dann im Weg folgen. Okay. Ja, okay, danke. Also wir müssen eigentlich immer nur dem Weg folgen. Okay. Danke dir. Jetzt aber schnell nach Hause. Da seid ihr ja endlich. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Entschuldigung, wir wollten endlich mal etwas Spannendes erleben. Und das haben wir auf jeden Fall. Aber wen habt ihr denn da mitgebracht? Das sind jetzt unsere Freunde. Gibt's hier noch irgendwo ein paar Boxen? Wir kümmern uns darum. Einen Moment. Das war wirklich aufregend.